Mal wieder Fehlalarm. Ich habe mir schon gedacht, dass da keine Bombe drin ist. Stattdessen dieser Kinderkram. Die scheinen dem Braten nicht zu trauen. Ich habe schon vor 2 Minuten Entwarnung gegeben. Es traut sich eben keiner rein, ne? Herr Bauer, was war denn jetzt drin in dem Bäckchen, das die ganze Zeit im Betrieb hier aufgehalten hat? Eine Kindermütze, eine Spieluhr und ein Zettel. Kinder. Die merkwürdigen Geräusche stammen wahrscheinlich von der Spieluhr her. Kinderkram halt. Was ist das für ein Zettel? Die Zeit verrinnt, Ben. Herr Winkler, hat das was mit Ihnen zu tun? Zuerst noch Ben. Und Sie sagen mal an, Herr Winkler. Mein Gott. Das ist ihre Ihre Mütze, ihre Spieluhr mit, das ist auch ihre Lieblingsmusik. Mein Gott, das ist, irgendwas passiert mit Amelie. Was ist mit ihr? Okay, ich sage vor der Kriminalpolizei Bescheid. Verdacht besteht ja möglicherweise, dass da was passiert ist. Sie müssen dann mein Au-pair-Mädchen anrufen, Hanna. Ja, dann geben Sie mir mal die Nummer ins Handy. Nicole, grüß dich. Bernd Römer hier. Hör zu, heute Morgen hat es einen falschen Bombenalarm gegeben im Landgericht. Jetzt hat sich herausgestellt, dass in dem Päckchen ein paar Hinweise darauf sind, dass möglicherweise dem Kind des angeklagten Winkler in der Mordsache wegen der Fußgängerbrücke, ganz genau, dass dem Kind irgendwas passiert sein könnte. Wir brauchen erstmal die Spurensicherung, das Päckchen muss sofort untersucht werden und dann setzt alle Hebel in Bewegung, dass wir das Kind finden. Okay, dank dir. Also wir gehen bislang davon aus, dass das Kind mit dem Au-pair-Mädchen unterwegs ist. Ihr habt mir jetzt die Nummer gegeben, ich probiere das mal. Dass da irgendwas passiert. Ja. Hast du da was mit zu tun? Stopp. Gehen Sie schon mal mit ihm in den Saal rein. Ach du, Amelie! Was ist los? Herr Winkler! Was ist los mit Amelie? Und? Freizeichen, Dauerfreizeichen. Meldet sich keiner, geht keiner dran. Müssen wir weiter versuchen. Ja, okay. Herr Bauer, Sie passen auf das Päckchen auf, Sie übergeben es der Spurensicherung. Ich werde mich drum kümmern, alles klar. Winkler, wir verhandeln heute vor dem Schwurgericht Ihre Strafsache wegen Mordes an Svenja Winkler, also Ihrer Ehefrau. Und ich beginne mit Ihren persönlichen Verhältnissen. Herr Winkler, Ihr Vorname ist Ben. Sie sind am 21. Dezember 1970 in Frankfurt geboren, durch diese Tat hier verwitwet und Vater einer 6-jährigen Tochter. Vom Beruf sind Sie Busfahrer und seit dem 25. August 2005 in Untersuchungshaft. Vorbestraft sind Sie nicht. Ja, aber es ist doch völlig unklar, was jetzt noch mit meiner Tochter Amelie ist. Ist wohl so, dass dieses Au-pair-Mädchen nicht erreichbar ist, Frau Vorsicht. Ich weiß nicht, ob Sie das alles mitbekommen haben, was eben vor der Tür passiert ist. Und die Gegenstände in dem Paket sind also tatsächlich Gegenstände aus dem Besitz des Kindes. Also die Kriminalpolizei ist natürlich an der Sache dran, Herr Winkler. Die wird uns auch auf dem Laufenden halten, Frau Vorsitzende. Ich lasse das Handy eingeschaltet, Falle. Ja, das sowieso. Herr Winkler, die Staatsanwaltschaft hat mir ja davon berichtet, was sich vor Verhandlungsbeginn hier abgespielt hat. Ich habe Ihnen angeboten, dieses Angebot gilt für die gesamte Dauer der Verhandlung, dass wir warten mit dem Beginn der Verhandlung oder unterbrechen, wenn es irgendwo um Ihre Tochter geht. Denn wir wissen es in der Tat nicht, wo Ihre Tochter ist. Das bringt doch nichts. Solange ich in U-Haft sitze, kann ich ja sowieso nichts unternehmen. Also von mir aus können wir auch verhandeln. Das ist das, was Sie mir haben ausrichten lassen über Ihren Verteidiger. Ja. Herr Staatsanwalt Römer, die Anklage bitte. Dem Busfahrer Ben Winkler wird Folgendes zur Last gelegt. Am Abend des 24. August 2005 fing der Angeklagte seine Ehefrau Svenja auf der Fußgängerbrücke an der Siedelstraße in Frankfurt ab, packte sie und stieß sie über das Brückengeländer. Svenja Winkler brach sich bei dem Sturz das Genick und war sofort tot. Ben Winkler wollte so verhindern, dass seine Frau zur Polizei gehen und aussagen würde, dass er für ein Busunglück, bei dem im September 2004 10 Menschen ums Leben kamen, verantwortlich sei. Ben Winkler wird daher wegen Mordes zur Verdeckung einer Straftat angeklagt. Verbrechen strafbar gemäß § 211 Strafgesetzbuch. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Krechel, wird Ihre Mandantangaben machen? Herr Winkler wird sich vollumfänglich einlassen und zur Beantwortung aller Fragen, die gestellt werden, erklären. Ja, ich kann nur sagen, ich habe mit dem Mord überhaupt nichts zu tun. Ich habe wirklich nichts damit zu tun. Es ist doch völlig sinnlos. Warum sollte ich meine Frau denn getötet haben? Sie haben das doch mitgekriegt mit dem Päckchen vor der Tür. Ich meine, das ist doch ganz klar. Da ist irgendjemand, der irgendwas gegen mich hat. Ich weiß es nicht. Er will meine Familie auslöschen oder sowas. Es ist doch viel interessanter. Was ist denn jetzt mit Amelie? Das ist doch das, was wir jetzt eigentlich klären müssten. Herr Winkler, das ist richtig, dass wir das an sich klären müssten. Aber ich kann
es hier in diesem Verfahren nicht klären. Das hatte ich Ihnen angeboten. Entweder wir unterbrechen, weil Sie mit Sicherheit was total anderes im Kopf haben werden, als jetzt meine Fragen zu beantworten. Aber mehr als anbieten kann ich es Ihnen nicht. Herr Winkler, in diesem Verfahren hier geht es doch jetzt nicht um die Amelie im Moment, sondern um den 24. August 2005. Und an diesem Abend ist Ihre Ehefrau von dieser Brücke gestürzt worden um 21 Uhr und hat sich dabei das Genick gebrochen. Gestürzt worden, es kann kein Unfall gewesen sein. Und die Schwester Ihrer Frau, die Jeanette Bach, hat bei der Polizei gleich gesagt, dass Ihre Ehefrau an sich auf dem Weg zu ihrer Schwester war, gerade um mit ihr über dieses Busunglück von September 2004 zu sprechen. Und jetzt konkret zu unserem Fall, Herr Winkler. Wo sind Sie zur Tatzeit gewesen, als Ihre Frau von der Brücke gestürzt wurde? Ich verstehe gar nicht, warum Sie mir überhaupt die Frage stellen. Sie wissen doch genau, dass ich kein Alibi habe. Ich kann nur sagen, ich habe mit dem Mord nichts zu tun gehabt. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich habe meine Frau geliebt, wirklich. Warum hätte ich das tun sollen? Herr Winkler, am Körper Ihrer Frau sind bei der Obduktion ja Hämatome festgestellt worden. Es sind Kratzspuren festgestellt worden. Das heißt, es hat da eine Auseinandersetzung gegeben, und zwar unmittelbar vor ihrem Tod, das wissen wir. Und unter den Fingernägeln Ihrer Frau hat man Hautreste sichergestellt. Die sind per DNA-Analyse Ihnen zugeordnet worden. Und wir wissen von der Schwester Ihrer ermordeten Frau ebenfalls, dass sie gesagt hat, ihre Frau sei im Begriff gewesen, sich von Ihnen zu trennen. Das ist doch Unsinn. Das heißt, das ist auch ein gewisser Streitgrund, der hochemotional ist und der so ausarten kann, wie das hier passiert ist. Meine Frau wollte sich nicht von mir trennen, auf keinen Fall. Wirklich, ich habe keine Probleme damit gehabt mit ihr, wirklich. Es war einfach nur, verstehen Sie, das ist mit Sicherheit irgendwas, was sich Jeanette ausgedacht hat. Das ist typisch für sie. Sie hat immer irgendwelche Gedanken. Moment, Sie sagten, Sie hatten keine Probleme mit ihr oder kleinere Probleme, oder was haben Sie gesagt? Wie war Ihre Ehe denn? Ja, natürlich. Denn ich meine, dieses Busunglück, für das Sie damals verantwortlich gemacht worden sind, Sie sind freigesprochen, September 2004, das hat, glaube ich, Ihre Ehe doch erheblich belastet, oder nicht? Nein, ja, natürlich, ja, ich weiß, ich habe mich schon verändert innerhalb des letzten Jahres seit dem Busunfall, das weiß ich. Du Mörder unserer Kinder, du wirst weggesperrt, das für immer! Aber ich habe doch überhaupt keine Schuld daran! Ich weiß Ihren Namen nicht. Ich vermute im Moment, dass Sie die Mutter eines dieser Kinder sind. Ja, das stimmt. Ich muss Sie also dringend bitten, wenn Sie es nicht ertragen können, den Saal zu verlassen. Für alle zur Information, bei diesem Busunglück am 10. September sind 9 Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren und die Kindergärtnerin ums Leben gekommen. Und zwar, als der Bus beim unbeschrankten Bahnübergang über die Gleise gefahren ist. Herr Winkler, Sie waren der Fahrer dieses Busses. Das Verfahren habe ich hier. Und Sie sind freigesprochen worden vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung in 10 Fällen. Letztlich in dubio pro reo, weil man nicht sicher war, ob dieses Licht, es war ein unbeschrankter Bahnübergang mit einer Ampelanlage, ob es funktioniert hat, ja oder nein, ob Sie bei Rot drüber gefahren sind oder bei Grün. Ich bin im Bus gefahren, natürlich, klar, aber ich war es nicht. Wirklich, das Licht war grün, ich weiß es ganz genau, dass es grün war, und dann bin ich halt gefahren und dann kam der Zug und dann... Gut, die Kinder, das war der letzte Ausflug, den wir gemacht haben. Letzter Ausflug, bevor sie eingeschult worden sind. Mein Gott, ich... Ja, träum weiter! Du bist doch der Schuldige! Sag doch endlich die Wahrheit! Aber es hat uns gekriegt, hat doch... Du hast 9 Kinder auf dem Gewissen, die noch ihr ganzes Leben vor sich gehabt hätten! Bitte, versuchen Sie, sich zu beherrschen. Ich möchte ausgesprochen ungern so reagieren, wie ich es nach dem Gerichtsverfassungsgesetz irgendwann tun muss. Nämlich, dann werde ich Sie des Saales verweisen. Aber Herr Winkler, wissen Sie, was merkwürdig ist? Das ist die Aussage, die eben die Schwester Ihrer verstorbenen Frau bei der Polizei gemacht hat. Die hat gesagt, Ihre Schwester habe ihr mitgeteilt, dass Sie ihr gestanden hätten, doch schuld gewesen zu sein an diesem Busunfall, den es damals gegeben hat. Und das sei der Anlass gewesen. Und Ihre Frau habe dann gesagt, ich gehe jetzt zur Polizei, damit kann ich so nicht weiterleben. Und das ist ja auch der Grund, den wir bei der Anklage hier unterstellen. Darum haben Sie Ihre Frau umgebracht, damit sie das nicht sagen konnte. Denn dann hätte es wieder Aufnahmeverfahren gegeben, Herr Winkler, und dann wäre alles ganz anders gekommen. Dann hätte sie doch gar nicht sagen brauchen, Herr Staatsanwalt. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist mit Sicherheit irgend so ein Racheakt, den meine Schwägerin da wieder vor sich hat. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass sie mit meiner Ex-Frau irgendwie da gemeinsame Sachen macht. Die hat das nämlich auch nicht verwunden. Sie hat Svenja gehasst. Gehasst hat sie.
Herr Winkler, vielleicht erklären Sie das mal etwas deutlicher dem erkennenden Gericht, wie die Situation da war im Zusammenhang mit Ihrer geschiedenen Frau. Sie sind seit 4 Jahren getrennt und wenn ich das richtig verstanden habe, hat diese Situation Ihre Frau überhaupt nicht verkraftet. Zu Hause sieht es noch so aus, als würden Sie zusammenleben, Fotos hängen an den Wänden. Ja. Es hat Bedrohungen seitens Ihrer Frau gegeben, Beleidigungen, Nachstellungen, sogar irgendeine fingierte oder tatsächlich durchgeführte Entführung des Kindes und Ähnliches. Wenn Sie das vielleicht mal ganz kurz anreißen würden. Ich bin bei meiner Frau zu Hause, also bei meiner Ex-Frau zu Hause gewesen, ja? Ja. Da hingen noch Bilder von ihr, von mir und von Amelie. Das ist doch krank, das müssen wir doch zugeben. Die kommt da einfach nicht drüber weg. Sie hat sogar kurz nach unserer Trennung, hat sie Amelie bereits einmal entführt. Zumindest hat sie es versucht. Das war auch der Grund, warum ich das alleinige Sorgerecht bekommen habe. Also darf man kurz sagen, Herr Winkler, da ist schon ein potenzielles Hasspotenzial auf Seiten Ihrer geschiedenen Frau gegenüber der jetzigen, die alles denkbar erscheinen lässt. Ja, auch eine Tötungsmotivation. Ja. Noch Fragen an den Angeklagten? Nein, danke. Zeit, dann nehmen Sie bitte neben Ihrem Verteidiger Platz. Jeanette Bach, Ihre Schwägerin, werden wir jetzt dazu vernehmen. Frau Bach. Frau Bach, bitte. Hör doch auf mit deinen Lügen, verdammt nochmal. Ich weiß gar nicht, was du dir immer aus den Fingern saugst. Du Lügner, du spinnst doch. Weil ich meine Frau geliebt habe. Du hast Svenja auf dem Gewissen. Also bitte, nur weil du hier deine Schuld nicht eingestehen willst. Oh Gott, Frau Bach, Sie nehmen bitte Platz, lassen Sie sich nicht provozieren. Und Sie, Herr Winkler. Herr Winkler, ich bin relativ großzügig heute im Moment Ihnen gegenüber, schlichtweg, weil mir die Sache mit Ihrer Tochter nicht aus dem Kopf geht. Aber ich kann auch das nicht dulden. Frau Bach, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Und man muss gerade, wenn es um Angehörige geht, die Ressentiments etwas zurückstellen. Frau Bach, Jeanette ist Ihr Vorname, Sie sind 28 Jahre alt, wohnen in Frankfurt und sind Bürokauffrau von Beruf. Als Schwägerin des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen, es ist Ihre Entscheidung. Ich werde sofort aussagen. Das hatte ich schon vernommen, nur § 55. Sie können dann schweigen, wenn Sie sich selber belasten müssten. Ja, wahrheitsgemäß, ich werde auf jeden Fall aussagen. Frau Bach, Ihr Schwager sagt, er habe Ihre Schwester nicht von der Brücke gestoßen. Ihre Schwester, die auf dem Weg zu Ihnen gewesen sein soll. Und Sie hatten bei der Polizei sofort ausgesagt, dass es ein Telefonat gegeben habe, kurz vorher zwischen Ihrer Schwester und Ihnen. Ja. Um was ist es da genau gegangen? Ja, stimmt. Sie hat so 19.30 Uhr bei mir angerufen. Sie war vollkommen fertig, so habe ich meine Schwester noch nicht erlebt. Sie war am Weinen. Sie sagte mir, sie will sich vom Ben trennen, sie will zur Polizei. Dieser Typ war doch nie gut genug für Sie. Wissen Sie, ein Busfahrer. Ein Busfahrer, entschuldigen Sie, aber... Ich entschuldige nicht. Was will er denn einer schon bieten, einer Frau? Und zumal er hat ein Kind. Svenja habe ich nie verstanden. Aber sie hätte auch wirklich bessere Männer haben können als diesen Mann. Und ich weiß auch nicht, ich habe ihr immer gesagt, sie soll sich von ihm trennen. Aber sie wollte nicht. Sie hat immer gesagt, sie liebt ihn so sehr. Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nur, sie hat mich angerufen. Sie hat gesagt, es hat Streit gegeben. Sie wollte noch einmal mit Ben sprechen. Ich weiß, das war mein letztes Gespräch. Aber Sie haben gesagt, sie hätte auch was davon erzählt, sie würde zur Polizei gehen wollen. Hat sie denn gesagt, warum sie zur Polizei gehen wollte? Ob sie das hat? Sie hat gesagt, dass er ihr erzählt hat, dass er am Unglück, Busunglück, total schuld war. Er hat die ganzen Kinder auf dem Gewissen. Also und meine Schwester... Hab ich doch gesagt, du bist der Mörder, du bist der Schuldige. Ja. Hör auf, ihr das aus den Fingern zu saugen, das ist doch Quatsch. Ja, natürlich, deshalb wollte sie doch auch zur Polizei. Aber du hast sie doch abgepasst, du hast sie umgebracht. Meine eigene Schwester, genau wie die Kinder. Herr Winkler, unterstellen wir doch mal, dass die Frau Bach die Wahrheit sagt, bevor ich ausgehe. Dann können Sie doch vielleicht die Anklage auch nachvollziehen. Sie haben den ganzen Prozess durchgestanden. Sie machen sich mit Sicherheit schwere Vorwürfe. Ganz egal, wie der Unfall damals abgelaufen ist, ob Sie schuld waren oder nicht. Aber wenn Sie schuld waren, Sie ziehen das alles durch. Und irgendwann halten Sie es nicht mehr aus. Und Sie müssen irgendjemandem Ihre Schuld beichten. Das tun Sie bei dem Menschen, dem Sie am meisten vertrauen. Das ist Ihre Ehefrau. Und die reagiert jetzt total anders. Die hat keinerlei Verständnis. Die ist schockiert und die sagt, ich trenne mich von dir und ich gehe zur Polizei. Dann ist es doch wirklich nachvollziehbar, dass es da zu einer ganz emotionalen Auseinandersetzung kommt, dass ihre Frau losgeht zu ihrer Schwester, wie die das im Telefonat geschildert hat. Danach will sie zur Polizei gehen. Sie rennen hinterher. Es kommt dazu einen Streit. Die Spuren, die sind doch gesichert. Hämatome, Kratzspuren. Das muss ich Ihnen noch nicht sagen. Es hat doch eine tätliche Auseinandersetzung gegeben. Und die war auf der Brücke, Herr Winkler. Na gut, okay, wir haben uns ein bisschen gestritten, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Okay. Aber wir haben uns umarmt, vielleicht hat sie mich da unbewusst gekratzt oder sowas und hat deswegen diese Entschuldigung, Herr Winkler, jetzt wird es unglaubwürdig. Kratzspuren vom Umarmen? Wollen Sie das hier aufrechterhalten, diese Aussage? Kratzspuren vom Umarmen? Lassen Sie sich nicht provozieren. Was soll denn noch alles passieren, damit du endlich die Wahrheit sagst? Jetzt sag endlich die Wahrheit, du bist der Schuldige hier allein.
Aber ich hab's nicht getan, verdammt nochmal. Das ist doch schon durch das Thema. Wir haben's doch gesprochen. Glauben Sie mir, für mich ist es einfacher? Glauben Sie das? Sie Lügner! Also mich würde erstmal interessieren, was Sie da überhaupt, entschuldigen Sie mal bitte, rumfasen. Was soll noch alles passieren? Das hat ja fast den Eindruck, als könnten Sie das steuern. Sie müssen mal vorsichtig sein, dass mit Ihrem Gerät nicht mal hier irgendwann landen. Ist das eine Drohung oder was? Soll das ja, natürlich, das ist eine Drohung. Haben Sie was mit dem Paket zu tun? Wissen Sie, wo Amelie ist? Ja, klar. Genauso wenig wie du unseren Kindern nichts angetan hast, nicht wahr? Oh Gott. Das gehört der Staatsanwalt. Eine interessante Bemerkung aus dem Zuschauerraum. Ich kenne Ihren Namen noch nicht. Wie heißen Sie? Sonja Meier. Frau Meier, haben Sie irgendetwas damit zu tun? Nein, natürlich nicht. Aber Sie müssen mich ja auch verstehen. Dann verstehe ich Sie und ich bin sehr großzügig bislang. Weil ich weiß, dass Sie die Mutter eines dieser Kinder sind. Noch Fragen? Nein. An die Zeugin Bach im Moment? Dann nehmen Sie bitte an der Seite Platz. Carola Winkler, die Schwester des Angeklagten, als nächste Zeugin. Was wollen Sie denn von meiner Schwester? Lassen Sie doch in Ruhe, die hat doch gar nichts zu tun. Fragen Sie doch lieber meine Ex-Frau, die ist doch... Die wird auch noch kommen, aber Sie bestimmen nicht als Angeklagte den Ablauf des Verfahrens, Herr Winkler. Insofern erzählt hier der Rechtsanwalt recht genau das, was ich Ihnen auch gesagt hätte. Sie nehmen bitte Platz. So, Carola Winkler haben wir als nächste Zeugin. Carola Winkler, als Schwester des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht, ist das eine. Sie können aussagen, Sie können schweigen. Und wenn Sie aussagen, muss es die Wahrheit sein. Ihr Vorname ist Carola, Sie sind 26 Jahre alt und wohnen in Frankfurt. Von Beruf Kosmetikerin. Frau Winkler, Ihr Bruder sagt weiterhin, dass er seine Ehefrau nicht von der Brücke gestoßen habe und belastet stattdessen allerdings seine geschiedene Ehefrau Inga. Wie war nicht die Ehe Ihres Bruders in den letzten Jahren, soweit Sie sie miterlebt haben? Also alles, was ich dazu sagen kann, ist, Ben hat Svenja wahnsinnig geliebt und er hätte ihr nie was antun können. Ja, Inga, also da muss ich Ben irgendwie recht geben. Es ist Folgendes, Sie müssen wissen, sie ist eine absolute Psychopathin und Ben hat in der Beziehung gelitten und nach der Trennung auch. Und Svenja musste auch mitleiden. Also sie haben sehr viel mitmachen müssen. Und also es kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass es eigentlich sie war oder dass sie was damit zu tun hat. Frau Winkler, Sie scheinen mir die Dinge recht objektiv darzustellen. Dann bitte ich um eine kurze Bewertung. Halten Sie es auch nur ansatzweise für denkbar, dass dieser Mann seine Frau umgebracht hat? Nein, niemals. Er wäre für sie gestorben. Er hat sie so sehr geliebt. Frau Winkler, dass Ihre Aussage nicht objektiv war, das weiß der Verteidiger natürlich genauso gut wie ich. Das weiß er nicht, sonst hätte er die Frage nicht gestellt, Herr Römer. Meine Herren. Natürlich, Sie sind die Schwester des Angeklagten. Sie stehen zu Ihrem Bruder. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich frage mich trotzdem, ob Sie da nicht etwas zu weit gehen. Es hat eine tätliche Auseinandersetzung gegeben zwischen ihm und seiner so geliebten Ehefrau. Die ist belegt durch Hämatome und Hautreste unter den Nägeln. Und Ihr Bruder wird möglicherweise ein zweites Mal sich dafür verantworten müssen, für den Tod von 10 unschuldigen Menschen, die bei ihm im Bus gesessen haben. Freispruch hin und her. Wenn ein Wiederaufnahmeverfahren in Betracht kommt, dann werden wir das auch durchziehen. Schauen Sie sich die Voraussetzungen mal bitte an. War das eine Frage jetzt nun an die Zeugin? Ja, ich bitte darum, dass Sie sich das sehr gut überlegen, was Sie hier sagen, auch wenn es Ihr Bruder ist. Ich kenne meinen Bruder. Er hat Svenja wahnsinnig geliebt und er kann nicht meiner Fliege was zuleide tun. Ich fasse es nicht, lass mich los. Vielleicht hatten Sie einen lieber Mensch. Und ich kann es nicht fassen. Schauen Sie genau hin, das ist mein kleiner Sohn Sandro gewesen. Er hat in dem Bus gesessen. Und sagen Sie mir nicht, dass Ben Winkler niemandem was antun kann. Er ist schuldig gesprochen worden und das soll er jetzt auch tun. Frau Meier, bitte setzen Sie sich wieder hin. Frau Meier, ich möchte Sie nicht aus dem Saal werfen müssen. Frau Meier, das nächste ist ein Ordnungsgeld. Ich kann das nicht mehr länger hören. Bitte machen Sie doch mich dafür fertig, aber lassen Sie meine Schwester in Ruhe. Frau Winkler, ich möchte Sie noch mal fragen, ob Sie Ihren Bruder wirklich so gut kennen. Kennen Sie ihn so gut? Das ist Ihr Bruder, aber kennen Sie ihn so gut? Sie leben nicht zusammen, Frau Winkler. Carola, bitte sag was, wenn du was weißt. Bitte, bitte, tu es jetzt. Ich halte es nicht mehr aus. Ben, bitte, du musst es sagen. Ich hab's doch gewusst, deine bitte. Schwester glaubt nicht an deine Unschuld. Bitte, bitte, sag was, bitte. Frau Winkler, um was geht es? Was soll Ihr Bruder sein? Ich weiß es. Ben, ich weiß es. Was wissen Sie? Weißt du noch nach deiner Verhandlung, nach dem Freispruch? Ich hab dich gefragt, ob du wirklich unschuldig bist und... Ich meine, ich kenne dich, ich bin deine Schwester, verdammt. Als du mich angesehen hast, ich wusste es, deinen leeren Blick, ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass du dran schuld bist und dass du bei Rot über die Schienen gefahren bist. Bitte, du musst es endlich sagen. Mörder! Bitte,
Ben, verdammt, schau dir an, die Kinder, bitte. Bitte, du musst es sagen. Dir wird es danach auch besser gehen, glaub mir. Bitte, aber die Kinder, denk an Amelie, bitte. Jetzt verdienen Sie aber nicht die Nerven hier, ja? Herr Winkler, verdienen Sie nicht die Nerven, ja? Das ist nur wegen diesem blöden Fußballspiel. Das heißt, die Ampel hat auf Rot gestanden. Die Ampel war auf Rot. Ich bin gefahren. Es ist... Ich kann mir das vorstellen, ich sehe es noch vor mir. Ich bin gefahren. Alle um mich rum, der Knall. Kinder fahren auf. Und auf einmal war nur noch Stille um mich rum. Ich hab gedacht, ich könnte es vielleicht ungeschehen machen, wenn ich sage, es ist nicht passiert. Es wäre, als wenn es nie passiert worden wäre. Ich hätte das doch sonst überhaupt nicht durchgestanden vor Gericht. Ich konnte den Eltern noch nicht in die Augen sehen, nur weil ich gedacht habe, ich habe doch selbst eine Tochter in dem Alter. Ich habe eine Tochter. Sie kennt, das ist Amelie. Ich weiß doch, wie sie das fühlt. Ich habe das aber nicht mehr dran. So leid. Haben Sie, Herr Winkler, Ihre Frau am 24. August davon erzählt? Sie wollte sich von mir trennen. Und dann habe ich... Ich habe nur noch die Chance gesehen, dass ich ihr die Wahrheit sage. Und klar, sie war schockiert. Ich meine, wer wäre das nicht? Aber... Sie hat mich verstanden. Ich meine, sie ist ausgeflippt, hat mich beschimpft, hat mich gekratzt, aber ich weiß nicht, ich nehme an, sie hat dann noch ihre Schwester angerufen, aber sie ist nicht sofort gegangen. Wir haben noch lang geredet. Aber was hat sie gesagt, als sie das Haus verlassen hat? Wie ist man da verblieben? Sie hat verstanden, wie ich mich gefühlt habe, warum ich mich so verhalten habe. Ich meine, natürlich, sie hat gesagt, es wäre ein Fehler. Hast du ihr nicht eher gesagt? Svenja und du, ihr habt euch so sehr geliebt. Sie hätte es sicherlich verstanden und dann wäre vielleicht alles das nicht passiert. Ich wollte ja. Sie hat mich ja davon überzeugt. Ich wollte einen Tag später, wollte ich zur Polizei gehen. Herr Winkler, das wird jetzt aber ganz, ganz schwierig, Ihnen das zu glauben. Wissen Sie warum? Weil Sie bis gerade eben das noch alles bestritten haben und Ihre Schuld abgestritten haben. Jetzt sollen wir Ihnen aber glauben, dass Sie bereit waren, zur Polizei zu gehen, freiwillig? Ich bin ihr nicht hinterhergelaufen, wirklich. Sie ist gegangen, sie wollte allein sein den Abend, aber ich bin ihr nicht hinterhergelaufen, wirklich. Sie merken doch seine Gefühlslage, oder merken Sie es nicht darüber? Ich hoffe nur, Amelie ist nichts passiert. Was ist mit Amelie? Carola, es ist... Was? Es ist eh schon schlimm genug. Was ist mit ich kam an und dann ist ein Päckchen auf dem Flur gefunden worden. Und da war ihre Spieluhr drin, da war ihre Mütze drin. Und da hat ein Zettel dabei gelegen, da stand drauf, wenn die Zeit läuft ab oder sowas. Oh Gott. Ja, weiß denn noch niemand irgendwas? Die Polizei tut höchstens Inga. Inga hat vielleicht was damit zu tun. Sie sind so erbärmlich, sie suchen die Schuld immer bei den anderen. Frau Meier, bitte. Schnappschwanz! Frau Meier, das dulde ich jetzt nicht. Also die Polizei... Das wird abgesehen von einem Ordnungsgerät, aber das nächste Mal ist eins fällig. Warum haben Sie eigentlich auch hier noch geleugnet, die ganze Zeit im Verfahren? Wegen Ihrer Tochter, oder? Es ist doch so, dass ich... Ich verstehe doch die Leute. Es ist doch... Ich bin doch quasi selbst ein Opfer gewesen. Verstehen Sie, ich habe... Keine Nacht habe ich mehr schlafen können. Ich hab Psychopharmaka genommen. Es war einfach nicht mehr auszuhalten. Aber wenn ich da jetzt irgendwas gesagt hätte, das hätte so nicht zurückgebracht. Verstehen Sie das nicht? Es ist doch so, es muss doch irgendjemand muss doch hier rumlaufen und muss was mit Amelie vorhaben. Ich bin es doch nicht gewesen. Bitte finden Sie es raus. Bitte noch tun Sie Fragen alles. An die Zeugin Winkler im Moment. Nein, vielen Dank, Frau Professor. Die Polizei versucht alles Mögliche. Bleibt unvereidigt. Inga Winkler, bitte die geschiedene Ehefrau des Angeklagten. Sie nehmen an der Seite Platz. Frau Winkler, bitte nehmen Sie Platz.
Frau Winkler, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Inga ist Ihr Vorname, Sie sind 33 Jahre alt, wohnen in Frankfurt. Und was sind Sie vom Beruf? Nichts. Ich habe keinen Beruf gelernt. Ich halte mich momentan mit Putzjobs über Wasser. Als geschiedene Ehefrau des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Es ist Ihre Entscheidung. Paragraph 55. Sie können allerdings auch dann schweigen, wenn Sie sich bei wahrheitsgemäßer Aussage selber belasten müsste. Frau Winkler, letztendlich sind Sie auf Antrag der Verteidigung geladen worden. Und Herr Rechtsanwalt Krechel, dann darf ich Sie bitten, vielleicht direkt die Zeugin zu befragen. Frau Winkler, wir hören hier, dass Sie seit 4 Jahren geschieden sind von Ihrem Mann, dass gleichwohl zumindest bei Ihnen zu Hause die Bilder noch so hängen und das Ganze in seiner Darstellung so gepflegt wird, als würde diese Ehe noch bestehen. Das ist Ihr gutes Recht, Frau Winkler, aber dann höre ich, dass es da zu einem regelrechten Psychoterror gekommen ist. Nächtliche Anrufe, Beleidigungen, Bedrohungen in einem Ausmaß, dass das Familiengericht Ihnen sogar das Umgangsrecht zu Ihrer leiblichen Tochter entzogen hat. Und da frage ich mich, Frau Winkler, zunächst einmal, sehe ich das richtig, ist so oder nicht? Ja, ja, das ist richtig. Sie wissen, warum ich Ihnen die Frage stelle, Frau Winkler. Hier ist jemand tot, den Sie tyrannisiert und mit Psychoterror überzogen haben. Sie versuchen, mich in die Enge zu treiben. Ich versuche, Sie zu befragen, Frau Winkler. Geben Sie mir einfach eine Antwort. Das funktioniert nicht. Glauben Sie, ich werde jetzt das Gegenteil behaupten? Nein. Svenja war ein Biest. Hm. Die hat mir den Mann ausgespannt und mir meine Familie genommen. Ist einfach so daher spaziert und hat meinen Platz eingenommen. Ich war von heute auf morgen einfach abgeschrieben. Ja, dafür habe ich sie gehasst. Richtig. Sie hat mir mein Leben zerstört. Wie kannst du das wagen, sowas zu sagen? Du warst doch nur mit dir selbst beschäftigt. Mit dir, deinem Alkohol und dein Antidepressiva, die du genommen hast. Es tut mir leid, dass ich für Amelie und mich ein besseres Leben gesucht habe. Und das habe ich bei Svenja gefunden. Und eins, Frau Winkler, was Sie nicht so schrecklich geschätzt haben, stimmt's? Was Ihnen ein massiver Dorn im Auge war, stimmt's? Und deshalb, Frau Winkler, vollenden Sie es doch, dann machen Sie es nicht so lange und überflüssig. Deshalb haben Sie am 24. August das Mordopfer, das Tötungsopfer von der Brücke runtergestoßen. Ist es richtig, Frau Winkler, ja oder nein? Sie hatte den Tod verdient. Soll das ein Geständnis sein, Frau Winkler? Das klingt so. Das ist kein Geständnis. Das ist ein Geständnis für meine Abneigung gegen Sie. Aber keins für den Mord an ihr. Ich habe sie nicht getötet, falls Sie darauf anspielen. Frau Winkler, das nimmt Ihnen doch kein Mensch ab, so wie Sie sich in den letzten Monaten verhalten haben. Sie haben Ihre Verhaltensweise gegenüber ihm und seiner neuen Beziehung so hingesteigert, dass Sie sogar die Tochter, die gemeinsame Tochter damals haben, entführen wollen. Entführen, entführen. Ach, das ist doch völlig übertrieben. Sie spielen alles runter, Frau Winkler. Übertrieben, ja, übertrieben ist das. Dass jawohl. Dass ich noch nicht lache. Warst du immer bei uns zu Hause und hast alle zusammengeschrieben, wenn irgendwas nicht passiert ist. Ja? Du wolltest sie unbedingt sehen. Du hast nachts bist du bei uns angekommen. Und wenn wir nicht reagiert haben, dann bist du bei der Nachbarschaft vorbeigegangen. Du hast sie doch schon einmal entführt, weißt du es nicht mehr? Du hast kurz nach unserer Trennung, hast du sie entführt. 5 Stunden lang wusste ich nicht, was mit Amelie ist. Das ist der reinste Horror. Wir können froh sein, dass Amelie nicht einen Schock davon getragen hat, aber sie hat das glücklicherweise noch richtig einschätzen können. Aber so sieht's doch aus. Herr Winkler, das bedeutet noch lange nicht, dass Sie in der Lage dazu wäre, Ihre Frau zu ermorden. Ganz genau. Das wollen wir festhalten. Vom Familiengericht das Umgangsrecht als leibliche Mutter entzogen werden, der Staatsanwalt. Wir reden hier vom Mord, Herr Verteidiger. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, ist noch eine ganz große Frage. Für Sie nicht, wenn Sie darüber nachdenken. Meine Herren. Das Einzige, was ich wollte, ist meine Tochter sehen. Ich meine, er hatte mir ja jeglichen Umgang mit meiner Tochter verboten, weil er mit seinen Neuen nur noch einen auf Happy Family gemacht hat. Ist doch klar, dass ich meine Tochter auch mal sehen wollte. Und auch mal länger als 2 Stunden unter Aufsicht. Das kann man einer Mutter aber doch auch nicht verbieten. Aber das ist ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr möglich. Du hast sie auf dem Gewissen, das weiß ich doch genau. Du hast Svenja auf dem Gewissen. Wissen Sie, was sie gemacht hat? Den Tag, bevor Svenja umgebracht wurde, war sie zu Hause bei uns. Sie war da und sie war aggressiv. Ich habe sie selten so aggressiv gesehen. Sie hat gedroht. Sie hat gesagt, wir würden sie noch kennenlernen. Sie hat gesagt, sie würde uns das Leben zur Hölle machen. Man muss doch jetzt nur eins und eins zusammenzählen. Das ist doch klar, was sie dann gemacht hat. Und dann kommt man zum Ergebnis 2, nämlich 2 Fliegen mit einer Klappe. Richtig, Frau Winkler? Ihn schafft man in den Knast
Und die lästige Frau schafft man aus dem Weg. Und dann hat man das Kind ganz für sich selbst und hat die beiden auch ordnungsgemäß abgestraft für diese Schweinerei, sie alleine im Leben aus ihrer Position rauszudrücken und alleine sitzen zu lassen. Stimmt's? Haben Sie ein Alibi für die Tatzeit, Frau Winkler? Was wollen Sie denn damit sagen? Ich will nichts sagen, ich will fragen, Frau Winkler. Haben Sie eins oder haben Sie keins? Ich habe Svenja nicht getötet. Moment, bitte. Es geht nicht einfach so, dass Sie... Moment, es geht nicht so. Amelie ist weg. Wer sind Sie? Ich bin Hanna Reiband, ich bin das Au-pair von den Winklers. Und ich war mit Amelie gerade unterwegs. Ich habe mich so beeilt, jetzt hierhin zu kommen. Ich wollte einkaufen gehen mit Amelie und... Und als dann habe ich den Einkaufswagen weggebracht und habe sie in den Wagen sitzen lassen. Ich dachte, das wäre nicht so schlimm. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Und als ich zurück... Wie lange ist das her? Hatten Sie schon Kontakt zur Polizei? Nein, ich habe sie die ganze Zeit gesucht. Sie war ja plötzlich verschwunden und ich wollte nur schnell hier hinkommen und Bescheid sagen. Das ist doch wohl jetzt klar, dass da irgendjemand einen Finger mit im Spiel hat. Bitte versuchen Sie, sie zu finden, bitte. Es muss doch jetzt irgendwas geschehen. Es tut mir so leid. Bitte, Sie müssen sie anrufen. Sie hatten Kinderhandy. Sie müssen sie anrufen, haben bitte. Sie die Nummer? Ja, klar. Ja, dann schreiben Sie es mir auf. Komm. Was ist das für ein Kinderhandy? Ich hoffe, das mit Ihrer Genehmigung tun zu dürfen. Was ist das für ein Kinderhandy, Herr Winkler? Das ist so ein Handy, da sind halt nur so zwei Nummern drauf. Das ist speziell für Kinder. Da kann sie mit der Kurzwahltaste... Ich dachte, nach der letzten Trennung, beziehungsweise nach der beinahe Entführung, da bräuchte sowas. Herr Winkler, schreiben Sie uns die Nummer auf oder diktieren Sie sie auf. Vielleicht will der Herr Staatsanwalt sie auch notieren. Auf jeden Fall. 01467-549-7382. Okay. Hallo? Hallo, ist da jemand? Ich stelle mal laut. Das müssen Sie mal hören. Hallo? Hallo, wer ist da? Wo ist Amelie? Ich weiß es nicht. Eine Männerstimme hat sich, oder war zumindest im Hintergrund zu hören. Niemand hat sich richtig gemeldet, aber es war eine Männerstimme zu hören. Ich bin meine dann Tochter kommt diese zurück. Musik. Frau Vorsitzende, ich habe mir die Nummer notiert. Ich sage gerade der Kriminalpolizei Bescheid. Vielleicht kommen sie weiter. Die Nummer hatten wir eben nicht, Herr Winkler. Also die Handyortung hat doch super geklappt. Normalerweise muss ich hier irgendwo sein. Wenn es nicht so kalt wäre. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Frau Christoph, komm, da will ich noch gar nicht dran denken. Guck mal da in der Hütte, die Kleine. Ja, das könnte die sein. Komm. Komm. Amelie? Ja. Bist du Amelie? Ja. Hallo. Nicht erschrecken. Wir sind von der Polizei. Ich bin die Katrin. Das ist mein Kollege, der Christoph. Sag mal, geht's dir gut? Ja. Ja? Amelie, Mensch, dein Papa macht sich Sorgen. Hm? Du bist doch von einem Mann hierher gebracht worden, stimmt's? Ja. Kannst du uns den beschreiben? Der war groß. Das bringt uns nicht besonders viel weiter. Nee. Ist dir sonst noch was aufgefallen an dem Mann? Ja, Bonbons hast du dann gesehen und die hast dann genommen. Du hast Bonbons gesehen? Bei ihm im Auto? Zeig uns die Bonbons doch mal. Aha. Schlösser GmbH. Und die lagen bei ihm im Auto. Du, vielleicht bringt uns das weiter. Das sind so Werbebonbons, ne? Mhm. Ja, vielleicht arbeitet er da oder die können uns zumindest sagen, wie er an diese Bonbons rankommt. Genau. Ich rufe den Bernd mal eben an. Ja, hallo Bernd, Katrin hier. Du, wir haben das entführte Mädchen gefunden. Ja, vom Entführer leider keine Spur. Allerdings hatte die Kleine so Werbebonbons von der Firma Schlösser GmbH. Die hat die sich aus dem Auto mitgenommen. Ja gut, dann nichts wie hin zu der Firma. Vielleicht bekommt ihr da ja was raus. Ja klar, machen wir. Was machen wir denn jetzt mit der Amelie? Ja, also ich würde sagen, ihr bringt's am besten zum Onkel. Ja, zum Bruder vom angeklagten Winkler. Mhm. Ich schicke das Au-pair-Mädchen direkt dann auch dorthin. Alles klar. Ja. Bis später. So, wir bringen dich jetzt erstmal zurück zu deinem Onkel und wir zwei fahren direkt zu dieser Firma. Okay. Komm, so, packen dann packen wir zusammen. Hier ist kalt, im Auto ist es ganz warm. Guck mal, deine Mütze nimmt auch noch mit. Guten Tag, Herr Schlösser. Ja, richtig. Was kann ich für Sie tun? Becker, mein Name, Kriminalpolizei, mein Kollege, der Herr Löwe. Guten Tag. Herr Schlösser, wir haben diese Bonbons im Zusammenhang mit einem Entführungsfall aufgegriffen. Und jetzt wüssten wir ganz gern von Ihnen, wer Zugriff zu diesen Bonbons hat. Das sind unsere ganz neuen Werbeprodukte. Die hat eigentlich nur unser Außendienstmitarbeiter, der Herr Lars Fock. Könnten wir den mal sprechen? Tut mir leid, der ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Ich gehe davon aus, dass er krank ist. Dann geben Sie uns doch bitte mal eine Beschreibung von dem Mann. Mitte, Ende 30, groß.
Der wohnt in der Anatolstraße 21. Ja, die Beschreibung passt zu dem, was die Andi uns erzählt hat. Ja, dann schauen wir doch mal, wie krank Ihr Mitarbeiter wirklich ist. Denn im Gerichtssaal werden einige Fragen auf ihn zukommen. Ich denke es mal. Ich bedanke mich. Ja, viel Erfolg. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Fock, ich werde Sie jetzt als Zeugen vernehmen und Sie wissen, dass bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Und zur Wahrheit gehört vor allen Dingen Vollständigkeit. Man kann allerdings dann schweigen, wenn man sich bei wahrheitsgemäßer Aussage selber belasten müsste. Paragraph 55 Strafprozessordnung. Im Moment sehen Sie nicht sonderlich krank aus. Und das, obwohl Sie sich heute auf Ihrer Arbeitsstelle krank gemeldet haben. Aber wir fangen mit Ihren Personalien an. Lars ist Ihr Vorname. Mhm. Was sind Sie beruflich? Ich arbeite im Außendienst bei der Firma Schlösser GmbH. Sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Herr Fock, können Sie uns erklären, warum Sie heute nicht zur Arbeit erschienen sind? Das ist ganz einfach. Ich habe mir in den letzten Tagen irgendwo eine Erkältung eingefangen. Und da habe ich mich heute krank gemeldet. Wie kommt es, dass Sie heute von zwei Kriminalbeamten dabei angetroffen worden sind, als Sie zu Hause Ihre Koffer gepackt haben? Was wollen Sie von mir? Das ist doch meine Sache. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Dann erkläre ich Ihnen das jetzt mal, Herr Fock. Sie wollten flüchten, weil Sie die Tochter des Angeklagten entführt haben. Sie haben ein Päckchen hier in den Gerichtsflur bringen lassen. Das haben wir untersuchen lassen. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Da sagt uns zumindest das Kurzgutachten. Und ich gehe davon aus, dass sich das bestätigt. Und in Ihrem Auto ist ein Schal des Kindes gefunden worden. Ich habe... So, warum haben Sie das Kind entführt, Herr Fock? Ich habe kein Mädchen entführt. Ich kenne doch den Angeklagten gar nicht. Geschweige denn seine Tochter. Und... wie die Fingerabdrücke an das Paket kommen, ist mir selber auch ein Rätsel. Das ist Herr Fock, das Einzige, was ich Ihnen glaube in dem Zusammenhang, ist, dass Sie ihn vielleicht nicht kennen. Aber ich stelle mir eine einzige Frage, Herr Fock. Natürlich haben Sie das Kind entführt, der Vorfall ist völlig korrekt. Und ich gehe auch davon aus, dass Sie seine Frau umgebracht haben, Herr Fock. Und ich möchte jetzt hier, und ich spreche, glaube ich, im Sinne des Gerichtes, von Ihnen ein klärendes Wort dazu haben, Herr Fock. Und nicht so ein dummes Geschwätz, wie ich weiß von dem allen nichts. Jetzt bin ich nicht nur Entführer, jetzt bin ich auch noch Mörder. Herr Fock, jetzt ist Schluss mit lustig. Warum haben Sie das Kind entführt? Die Beweislage ist ganz eindeutig. Aus welchem Grund? Was habe ich Ihnen denn getan? Sagen Sie mir, ich habe Ihnen doch nichts getan, verdammt nochmal, was soll das? Nichts getan. Nichts getan? Sie sind hier der Mörder. Sie haben meine Frau und meinen Sohn auf dem Gewissen. Und wollen hier erzählen, Sie haben nichts getan? Er hat Sie beide umgebracht. Meine Frau war die Kindergärtnerin der Gruppe in dem Bus. Es war die letzte Fahrt, der letzte Ausflug, den sie machen wollte mit den Kindern, bevor diese eingeschult wurden. Mein Sohn, er hat sich wochenlang darauf gefreut. Wochenlang hat er sich gefreut auf diese Fahrt. Und wissen Sie, wie man sich dann fühlt, wenn man den Anruf vom Krankenhaus bekommt? Ich wollte, dass Sie das Gleiche fühlen wie ich, den gleichen Schmerz und die gleiche Trauer spüren wie ich. Deswegen das ganze Spiel. Und deswegen auch das Paket im Gerichtsflur. Und deswegen auch die Entführung. Herr Fock, wenn Sie diesem Mann auf der Brücke begegnet wären und ihn dafür verantwortlich gemacht hätten, dann könnte ich noch eine Mikrobe Verständnis aufbringen. Aber Sie instrumentalisieren einen völlig unschuldigen Menschen, seine Frau, die mit all dem nichts zu tun hat, und löschen dessen Leben aus, nur um einen anderen den Schmerz spüren zu lassen. Ist das Ihre Aussage, Herr Fock? Meine Frau? Warum meine Frau? Sie hatte nichts damit zu tun gehabt. Sie war Ihre Frau. Das hat gereicht. Das heißt, Sie haben seine Frau getötet. Ermordet, Frau Vorsitzende, aus einem niedrigen Beweggrund. Instrumentalisiert als Schmerzmittel für das wahre Opfer. Unvorstellbar, Herr Fock. Was ist an diesem 24. August passiert, Herr Fock? Am 24. August, ich war zu Hause. Ich war wie immer allein zu Hause. Allein, seit Simone und Kevin nicht mehr da sind. Und ich habe mir Bilder angesehen aus früheren Tagen, als es uns gut ging. Mir Bilder angesehen, wie wir zusammen gelacht haben, wie wir gespielt haben. Dann kam wieder diese Wut. Aus Wut wurde Hass und ich wollte Rache. Ich bin ins Auto gestiegen. Ich hatte seine Adresse im Telefonbuch ausfindig gemacht und bin zu ihm gefahren mit nur einem Ziel im Kopf. Ich bin im Wagen vor seiner Haustür stehen geblieben und habe gewartet. Dann kam sie, seine Frau, die Frau des Mörders meiner Familie, aus dem Haus. Ich kannte sie noch vom ersten Prozess und ich war wie benebelt im Kopf, aber ich wusste noch genau, was ich tue. Ich habe sie gepackt und habe sie die Brücke runtergeworfen.
Ganz einfach. Sie hatte keine Chance. Sie konnte sich nicht wehren. Und Amelie? Was hatten Sie mit Amelie vor? Ich konnte es nicht. Das Kind saß neben ihr im Wagen und hat mich mit ihren Kinderaugen angesehen. Und ich konnte ihr nichts tun. Ich bekam Angst vor mir selber. Ich hatte Angst davor, dem Kind was antun zu können. Und dann habe ich sie zu dem Picknickplatz gefahren. Ich wusste ja, dass man sie da findet. Und dann wollte ich nur noch weg von all dem. Wissen Sie, was Sie getan haben? Sie haben mir meine Familie genommen und mich zum Mörder gemacht. Noch Fragen? Nein, keine Fragen. Bleibt als Tatverdächtiger 60 Ziffer 2 unvereidigt. Sie nehmen bitte an der Seite Platz und verlassen diesen Saal nicht mehr. Ich mich. Noch Anträge? Nein. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Schlosser-Waldrömer. Wenn ich nicht gelogen hätte, wenn ich die Verantwortung früh übernommen hätte, wäre meine Frau jetzt noch am Leben. Ja, Frau Vorsitzende, der Angeklagte hat in der Tat eingeräumt, dass er damals bei dem Busunglück, das eine ganz große Tragödie war, grob fahrlässig gehandelt hat. Es wird ein Wiederaufnahmeverfahren geben. Im heutigen Verfahren ist er freizusprechen. Ich möchte nur sagen, dass ich die Erhebung der Anklage und auch die Hauptverhandlung hier auch im Nachhinein noch für gerechtfertigt halte. Er hat sich wirklich dahingehend eingelassen, die Hautreste unter den Nägeln seiner Frau damit zu erklären, das sei durch eine Umarmung geschehen. Und damit war er so unglaubwürdig. Also ich denke, dieses Verfahren war schlicht und ergreifend notwendig. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer, Herr Rechtsanwalt Krechel. Ich schließe mich den Ausführungen an. Ich beantrage, den Angeklagten freizusprechen. Herr Winkler, Sie haben das letzte Wort. Ich habe meine eigene Frau durch meine Lügen getötet. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Und der Angeklagte ist für die Zeit der liegenden Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss. Der Haftbefehl wird aufgehoben mit Entlastungsersuchen zurück in die Untersuchungshaftanstalt. Ich habe hier das Wort Mord sehr oft gehört zu einem falschen Zeitpunkt. Es ging um fahrlässige Tötung. Das war der Ausgangspunkt alles. Grob fahrlässig. Man wollte mit dem Bus rechtzeitig nach Hause kommen für das Fußballspiel. So. In der Verhandlung selber haben Sie es nicht zugegeben und Sie haben ja hier eingeräumt, es war der größte Fehler Ihres Lebens, denn Sie haben damit nicht leben können. Sie nicht, Ihre Familie nicht, aber eben auch nicht die Familien der anderen. Das bedeutet, dass wir jetzt dann irgendwann einmal von Mord sprechen müssen. Nämlich dann, Herr Fock, bei Ihnen. Sie haben sich hineingesteigert und irgendwann es nicht mehr ausgehalten. Und dann glaubten Sie, Rache üben zu müssen, indem Sie schlichtweg das Gleiche machen. Bei Ihnen fehlt Frau und Sohn also. Frau, Tochter. Die Staatsanwaltschaft wird Sie nach dieser Verhandlung vorläufig festnehmen. Gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute, aber es entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, ja, die auf Rechtsmittel verzichtet. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Herr Fuchs, Sie haben es gehört. Kommen Sie bitte mit. Lars Fock wurde unter anderem wegen Mordes und wegen Kindesentziehung zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Ben Winkler wurde in einem Wiederaufnahmeverfahren wegen zehnfacher fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt.